So, also auch heute Raum Wien, Raum Thun, sei es beim Regen oder Nieseln oder gerade nicht regnen, extrem weite Sicht, ziemlich tiefe, einigermaßen dichte Kondensregenwolken, so um die 500, unterhalb von 500 Meter, also da gerade so 300, 400 Meter schätze ich mal. Also auch heute ohne Chemtrail Stäube. Naja, die Tagträumer träumen wo in dem Hütteldorfer bzw. Heiligenstadt Express. Und ich träume immer wieder im 7-Hirten Express bzw. was ist die andere Richtung? Jesus na Maria, hab schon vergessen. Ich war lange nicht dort hinter Floriz, da in die Richtung. Was haben wir da? Fällt mir jetzt nicht ein, wie das dort heißt. Super. Super Wolken, gell? Putzelige Wolken. Liebe, liebe Regenwolken. Also wenn ich richtig zähle, Freitag, Samstag, Sonntag und heute Montag, das sind 4 Tage, das sind bereits 4 Tage, wann ich bis auf, weiß ich jetzt da nicht, Samstag oder Sonntag, was ich gemeldet habe beim Wolkersdorf, ein bisschen, aber echt nur ein bisschen stäubig war, ja, gemeldet habe. Und überstrebe es dürft den einen einzigen Chemtrailer, ja, haben wir bereits 4. Tag absolut keine nanoskopische Stäube, die ersten 100-200 Meter über dem Boden, ja, überall absolut perfekte Weitsichten, ja, das heißt, während des Regens leichte Beeinträchtigung durch die Tropfen ist ja klar. Trotzdem habe ich absolut kein Problem gehabt, von der Hansenkurve während des Regens DC Tower zu sehen. Ja? So wie ich es noch am Donnerstag oder Mittwoch von Handelsgay gehabt habe. Und das ist schon ein Unterschied. Das ist fast fünffache Entfernung von der Hansenkurve wie von Handelsgay. Ja, das heißt schon was. So stark waren die Stäube. Und jetzt absolut nichts. Absolut nichts. Schon den 4. Tag haben wir absolut saubere Luft. Jetzt kann ich das voll sagen. Absolut saubere Luft. Auch wenn die Verdunstung nach dem Regen dann halbwegs wieder vorhanden ist, ist dieser Dunst, ja, der Verdunstung, immer noch nicht so ein Sichthindernis, wie vorher die nanoskopische Chemtrail-Stäube gemacht haben, die wir jetzt schon seit 4 Tagen nicht haben. Ja? Hoffentlich für immer. Hoffentlich. Ja? Aber ich sag, wenn wiederum diese Stäube runterkommen, dann muss ich mit, weiß ich nicht wem, ein ernstes Wort machen. Ja? Weil dann sind andeutige Beweise, dass das eine ganz große Lüge ist, dass dieser Staub der letzten Zeit, also letzten 1-2 Jahre, wirklich 1-2 Jahre, sie haben schon womöglich vorher auch schon gesprüht, aber nicht so, dass sich das dermaßen ausgewirkt hat wie die letzten 1-2 Jahre, aber das fast ununterbrochen. Ja? Und jetzt da auf einmal, nachdem es geheißen hat, dieser Staub in der Luft, ja, das ist die Zivilisation, das sind die Firmen, ja, das ist die Mobilität und bla bla bla, ja, jetzt ist das der Beweis dafür, dass das die große Lüge war, dass das überhaupt nicht stimmt, weil sonst könnte sowas wie diese 4 Tage staubfrei
gar nicht geben. Ich kann mir nicht erinnern, wann das genau gewesen ist, an welchem Tag, wo ich gemeldet habe, es regnet und es ist zusätzlich auch noch staubig. Ja, also Staubkernchen zwischen den fallenden Tropfen, wie staubig es war. Es war so staubig, dass nicht einmal die hohe Luftfeuchtigkeit, ja, also sicherlich kam es zu der Übersättigung der Luft, somit Kondensation schon in der Luft selbst, zusätzlich dazu die fallenden Tropfen von den Regenwolken. Also es war hohe Luftfeuchtigkeit, fallende Tropfen in der Luft und es war so staubig, dass bei so einer Situation immer noch Staub in der Luft gewesen ist. Freier Staub, das heißt, nicht durch die Kondenstropfen aus der Luft, nicht durch die fallenden Tropfen aus den Wolken irgendwie gefangen wurden, sich mit denen kombiniert haben und sie somit nicht freischwebend in der Luft belassen haben. So viel Staub war, dass sogar im Regen immer noch staubig war. Ja, also ich muss echt finden, an welchem Tag ich das Video gedreht habe, wo ich genau das hier gesagt habe. Es regnet und es ist staubig. Und die Leute sind so deppern und merken das noch nicht einmal. Sie merken, also die Körper merken es, weil obwohl geregnet hat, sie haben gehustet, wie wenn gar nicht geregnet hätte und wenn jetzt da gerade Zement oder wo was bei absoluter Trockenheit jetzt da durch die Straße stauben würde, ja, also so Reaktion der Menschen, ja, dass Feuchtigkeit, Regen und sie husten, wie wenn absolut trocken wäre und nur staubig gewesen wäre, ja. Aber die Leute sind so deppert, dass die denen kommt es gar nicht verdächtig, dass da was nicht gestimmt hat. Ja? Und dann die normale Zeiten, ja? Also kein Regen, relativ niedrige Luftfeuchtigkeit, also unterhalb, weit unterhalb von 40%, mal 30, mal 20, oft auch sogar unter 10. Ja? Und Leute husteten sich deppert, sei es jetzt da draußen auf der Straße, sei es jetzt da in den U-Bahn-Zügen oder Schnellbahnzügen oder irgendwo versteckte quasi U-Bahn-Stationen, ja, wie zum Beispiel Westbahnhof, wie zum Beispiel Meidling, ja, sogar da überall war so staubig, dass die Leute gehustet haben, ja. Und das ist nicht normal gewesen, ja. Ich habe immer wieder gesagt, die armen Kinder in den Kinderwegen. Ja, so kritisch war es schon. Und die Leute sind so deppert und machen keinen Aufstand diesbezüglich. Wie wenn es wirklich normal wäre. Nur es war nicht normal. Ja, und wenn man sich die Nachrichten anhört, ja, also von einer extrem hohen Umweltbelastung war da nie ein Muck, nie. Wann bitte war dieses mit dem angeblichen, ich sage mal in Klammern, angeblichen Sahara-Staub, weil diesen Sahara-Staub gab es wirklich, ja, also ein paar Mal gab es dieses Problem mit dem Sahara-Staub, extreme Winde von Afrika, das gab es wirklich. Also das war keine Lüge. Ja. Nur, es wurde oft vorgetäuscht, wie der Sahara-Staub, obwohl es diesen gar nicht gegeben hat. Sie haben das, weil aus der Vergangenheit sowas schon bekannt war, wieder angewandt an Situationen, wo es nicht die Wahrheit gewesen ist. Und genau so war das mit den Vulkanen, ja, von Island. Also ein oder zweimal war es schon sehr wohl der Fall, dass es den ganzen Luftraumverkehr lahmgelegt hat, weil
eine Wolke jetzt da fliegend von über England, über Frankreich und bis nach Österreich. Das hat es schon gegeben. Ein, zweimal hat es gegeben. Aber dann hat es wiederum geheißen, noch einmal ist irgendein Vulkan auf dem Island ausgebrochen, aber man hat nicht die Tatsachen erzählt, dass der Wind zu dem Augenblick gar nicht in Richtung Europa weht, ja, sondern irgendwo nach Südosten. Das heißt, bei der Windrichtung, die es damals bei diesem einen Fall gegeben hat, ja, wo genauso gesagt wurde, Staubwolke von Vulkanausbruch aus Island fliegend nach Europa. Das hat überhaupt nicht gestimmt. Ja, und dafür gibt es Beweise. Flugverkehr hat einwandfrei funktioniert, ohne irgendwelches Panikmache, so wie damals, als die tatsächliche Wolke nach Österreich geflogen ist, wo sogar Niki Lauda sehr starke Bedenken hatte, ob er überhaupt die Flieger zulässt, hinaufzusteigen. Das war die Situation, wo es diese Wolke tatsächlich gegeben hat. Ja? Aber als die behauptet haben in den Medien, zu einem anderen Augenblick, es soll wieder so eine Staubwolke von Vulkanstaub aus Island nach Europa kommen, da ist Niki Lauda, seine ganze Crew und alle möglichen Fluggesellschaften geflogen wie nix. Also, denkt's nach. Konnte es wirklich der Staub von Vulkan gewesen sein, wenn die wie nix weitergeflogen sind? Noch sicher nicht. Und in diversen Nachrichten haben sie einerseits behauptet, wiederum ein Staub von Vulkanen Island nach Europa, bla bla bla, und nicht einmal 30 Sekunden in derselben Sendung sagen sie, die Windrichtung von Island ist nach Südosten, also ganz in eine andere Richtung wie nach Österreich. Also sie haben selber sich verraten, dass die Welt anlügen. In der einen einzigen Sendung haben sie sich verraten. Und wieder, ein paar Leuten ist es eingefallen, dass da was nicht stimmt, weil sie sich so widersprechen in einer einzigen Sendung, innerhalb einer einzigen Minute. Aber viele haben es einfach gefressen, ohne nachzudenken. Ja? Und wie gesagt, jetzt war immer wieder die Lüge der letzten Zeit, diese Smog, diese Umweltbelastung, diese Stäube, egal jetzt da aus was diese Stäube bestehen, ist absoluter Normalzustand, weil Mobilität, Rußpartikel, Abgase, Baustellen, Rauchfänge, bla bla bla, was die sich alles ausgedacht haben. Und die Leute haben es gefressen. Die Leute haben es gefressen, wie wenn das die Wahrheit gewesen wäre. Und jetzt, das seit 4 Tagen, haben wir diese Scheiße nicht. Wieso haben wir diese Scheiße nicht? Fahren keine Autos auf den Straßen? Wie lange ist jetzt da Knoten, Prater, Tangente, die Baustelle, ja? Dass im Stau gefahren wird, dass viel mehr Abgase gebildet werden. Jetzt da regnet ein bisschen, ja, haben wir Unfälle, haben wir Stauungen auf diversen Durchzügen, Südautobahn, ja, oder gestern von Meidling ist alles gestanden, die Leute schalten die Motoren nicht ab, blasen die Abgase, blasen die Staubpartikel, die Rußpartikel in die Umwelt. Jetzt war kälter, manche haben wieder geheizt, was keine Fernwärme haben, wurden wieder Staubpartikel produziert. Bitte, wo haben wir diese Staubpartikel, von denen behauptet wurde, das ist dieser Staub, ja?
Das soll dieser Staub sein. Wo haben wir diese Staubpartikel die letzten 4 Tage? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Ich sehe sie nicht. Ja? Also, ich glaube, dass es die höchste Zeit ist, mit diesen Lügen aufzuhören. Alle, die verantwortlich sind für diese Lügen, das heißt, die, was sich die Lügen ausgedacht haben, die Verantwortlichen, die Medien, die Reporteure dazu zwingen, diese Lügen der Welt zu verbreiten, ja, und alle die, was sich spielen wie Umweltschützer und sowas dulden, so, bei sowas zusehen, ja, weil was ist das für ein Umweltschutz, wenn sie da letzten 1-2 Jahre diesen Chemtrail-Mist in der bodennahen Luft zulassen, Verschmutzung von Grundwasser, behördlichen Sperren, ja, übrigens vorgestern oder wann habe ich gesehen, nach über 6 Monaten, ja, ist eine Sperre aufgehoben worden, ja, da frage ich mich, was ist da los gewesen, wieso auf einmal aufgehoben, beziehungsweise wieso war die Sperre so lange, ja. Also in diesem einen Fall, ich kann und will auch nicht nennen, wo genau, ja, weil hat seine Gründe, ja, aber es sind viele. Ja, also um die 30 Fälle habe ich gesehen, wo es bis heute noch die Sperren gibt. Und nach viel länger als nur 6 Monaten. Ja, also ich sage, mit diesen Lügen sollte man schon langsam aufhören. Vor 1 oder 2 oder 3 Tagen, spielt jetzt keine Rolle, ja, ist ein Video aufgetaucht, wo sehr hochwertige, hochauflösende Aufzeichnung von einem aktiven Chemtrail-Prozess gezeigt wird. Und zwar von Austritt bis die Mehrheit auseinanderdehnen von diesem Ausstoß. Und da war deutlich zu sehen, wenn man sich das Video ganz deutlich angeschaut hat, da war ganz deutlich zu sehen, wie nach dem Ausstoß nicht so viel Kondensmenge vorhanden ist. Ja, also es ist der Staub, es ist das zu kondensierende Wasser aus dem Abgas, aber wie sich die Stäube auseinanderdehnen, kommt immer mehr und mehr und mehr Kondenströpfen dazu aus der Umgebung. Ja, da ist ganz deutlich zu sehen, dass wenn der Flieger jetzt da eine halbe Stunde weg ist, ja, dass die Mehrheit des Kondenswassers auf diesen Stäuben nicht das Wasser aus dem Abgas ist, sondern die Luftfeuchtigkeit der Umgebung. Da ist es ganz deutlich zu sehen. Und die einzige Möglichkeit, wie die Luftfeuchtigkeit aus der Umgebungsluft zusätzlich kondensieren kann, ist, dass sich in dem Raum etwas geändert hat. Die Staubpartikel haben sich geändert. Vorher waren sie in dem Raum nicht, das heißt, die Luftfeuchtigkeiten haben noch nicht kondensiert. Dann sind die Staubpartikel dazu gekommen. Auf einmal wurden die Bedingungen geschaffen, dass auch unter diesen Bedingungen, ja, also keine Temperaturänderung, keine Druckänderung, nichts an der Sonnenstrahlung ändert sich in diesem Augenblick, und auf einmal aus dem Nichts beginnen die Wassermoleküle zu kondensieren. Warum? Weil auf einmal sind da die Kondenskerne, die vorher in dem Raum noch nicht gewesen sind, die erst aus dem Triebwerk oder egal wie, aber der Flugzeug versorgt die Luft jetzt mit diesen Kondenskernen, die diese Nachkondensation erst ermöglichen. Ja. Und wenn jemand nicht glaubt, was ich jetzt gesagt habe, kann er das selber experimentieren.
absolut selber sich darüber überzeugen, dass das genauso funktioniert. Ja? Einfach den Staubsauger voll mit Staub füllen. Ja? Staubsaugen, Staubsaugen, bis man schöne Menge vom Staub im Staubsauger hat. Warten, bis sehr hohe Luftfeuchtigkeit herrscht in der Luft. Ja? Und dann schön den Staub in die Luftfeuchtigkeit werfen. Und schaut, was passiert. Schaut, was passiert. Auf einmal habt ihr in der Luft Nebel. Kein Spaß. Es funktioniert. Das ist nämlich derselbe Trick wie ganz heißes Wasser aus dem Hahn, ja, in irgendeinen Behälter rein, ja, passiert nichts. Zinnholz anzünden, bisschen Rußpartikeln oberhalb dieses heißes Wassers schaffen, zudecken. Auf einmal bildet sich Nebel. Das ist nämlich absolut derselbe Trick, weil das genauso funktioniert. Immer, immer und immer wieder. So wie in dem weiß ich nicht, wie der Film geheißen hat. Ist wurscht, ne? Da hat der Schauspieler auch gesagt, immer wieder funktioniert es immer wieder gleich. Ja, weil das sind, wenn etwas ein Prinzip ist, ja, dann ist das immer reproduzierbar. Ja, wenn man weiß, hohe Luftfeuchtigkeit und wenn man weiß, Staubkörnchen und das wird immer kondensieren, das wird immer kondensieren. Unglaublich saubere Luft, gell? Ja, wenn es keine chemischen Sprühungen gibt, beziehungsweise wenn die Winde so stark sind, dass sie das alles wegwehen, so dass die ersten 200 Meter über Boden keine nanoskopischen Staube vorhanden sind, ja, dann haben wir gute Sicht und saubere Luft. Tja, langsam habe ich es schon satt zu filmen. Wenn die Leute die Scheiße sowieso nicht merken, ich meine, nicht alle. Viele merken die Scheiße, ja. Aber leider viel zu wenige, ja. Also nicht, dass wir die Chemtrail-Scheiße heute überhaupt nicht zu Gesicht bekommen, ja. Also die Chemtrail-Scheiße, nicht die unmittelbar rausgebracht wird, sondern die sich dann irgendwo in der Luft bewegt und verringert die Dichte oder im Gegenteil verdichtet die Dichte oder erhöht die Dichte. Ja, da haben wir sie. Ja, die Übeltäter nanoskopische Stäube. Ja, dahinter Leopoldsberg, wenn man nach rechts guckt. Ja, da sieht man die verdichtete Chemtrailstäube. Davor sieht man schön die Kondenswolken, ja, überall. Aber dieses nebelige Weiß, das sind keine Eiskristalle, was das jemand denkt. Das sind die verdichtete Chemtrailstäube, ja, die uns heute, Gott sei Dank, nichts antun können. Ja, weil sie dann erdlich, nämlich, ja, was ist das für die Distanz? Ja, 40, 50 Kilometer nördlich, ja, Richtung Slowakei und Ungarn womöglich, ja. Aber nicht über Wien. Über Wien haben wir das alles ziemlich sauber. Schöne Kondenswolken, wie sich's gehört, ja. Und auch ist dunkelblauer der Himmel zwischen die Wolken. Ja, ist nicht mehr so aufgeleuchtet. Ja. Aber dort haben die unsere Chemtrailstäube, die uns immer den Smog, die ersten 1-200 Meter über die Stadt Wien machen, so dass man von dort, von der Schnellbahn Richtung Uno City, nicht einmal die Fenster auf dem DC Tower sieht. So dicht ist immer die Verstaubung der Luft, ja, beziehungsweise die Fenster am Donauturm. Ja. Heute kann man die Fenster am Donauturm vom 23. Bezirk sehen. So sauber ist die Luft heute.
glaube, das reicht noch. Und langsam sollten wir die Politessen, die, ja, ich will nicht sagen Arschlöcher, obwohl sie Arschlöcher sind, aber diese Komiker, ja, diese Kasperl, ja, endlich drucken, ja, nicht zur Stellungnahme. Aber wie wollen sie den Dreck abschaffen? Ja? Und dass es keine neuen gibt. Ja? Das ist dasselbe wie mit diesen NATO-Militärausstattung und Personal, ja? Also Soldaten, ja, des NATO. Wenn es des NATO, ja? Aber es geht ausschließlich um amerikanische Kämpfe, ja, die angeblich nur über die Slowakei und Tschechien transferiert werden sollen. Jeder gescheite Politiker sagt, warum nicht auf der Schiene oder über Flugverkehr? Warum am Boden? Warum müssen die am Boden rollen? Weil es nämlich eindeutig ist, weil sie nämlich nicht nur über das Land ziehen wollen. Sie wollen sich in dem Land niedersetzen, ja, Basis aufbauen, ja, und uns da alle gegenseitig ausprovozieren. Ja, die Gescheiden, die ganz genau wissen, wo es lang geht, ja, dass das nur ein bestimmtes Ziel hat, einfach in Europa einen Krieg zu provozieren, nicht gegen Russland. Das ist vielleicht teilweise auch, aber das ist nicht das Primäre. Weil sie ganz genau wissen, dass sie gegen Russland nichts ausrichten können. Sie wissen das ganz genau. Aber Europa ist ein großer Konkurrent für Amerika. Und das ist ihr Problem. Sie wollen intern Europa total zerstören, unter Kontrolle bekommen. Und um nichts anderes geht. Ja? Und das ist der Grund, warum sie wollen, dass das amerikanische Bundesheer, ja, Militär in Tschechien, in Slowakei, demnächst Polen oder jetzt schon Polen, Ungarn, Deutschland, Österreich und so weiter, Frankreich, Spanien, ja? Und Punkt 1, Kriege führen in Europa unter den europäischen Ländern und durch die Zerstörung unter Kontrolle bekommen. Und wenn das heute immer noch niemand oder jemand nicht versteht, ja, dann wird er sehen, wenn dann wirklich zu dem Krieg kommt, ja, was er davon hat. Was er davon hat. Ja, das ist mein voller Ernst. Ja, weil wenn er glaubt, dass er denen in den Arsch kriechen wird und dass er was davon haben wird, Sklaverei, nur die Sklaverei wird er davon haben. Ja, mehr wird er davon nicht bekommen. Ja, runtergefallen, aber überlebt. Ja, langsam kommen die Stäbe auch daher. Aber es geht, es geht. Ja. Unten haben wir immer noch saubere Luft. Ja, aber es zieht trotzdem über uns an, teilweise. Auf jeden Fall, da ist es ziemlich dicht, verdichtet. Ja. Da und hier. So. Fotos noch. Also wie gesagt, morgen könnten wir wieder den Schmuck wieder haben. Schmuck. Schmuck. Wieder haben. Aber wenn wiederum das Wasser drauf kondensiert, dann wird es nicht. Es ist immer das Problem, die Frage, wie viel Wasser dazukommt, ja? Weil das Wasser hindert, dass die Stäube in dem staubigen Zustand bleiben, ja? Oder
auch wenn es als Niederschlag mit diesen anoskopischen Viechern runterkommt, ist das nicht so tragisch, wie wenn trockene Luft ist, ja, kaum Wind, und das langsam runter sich abschwebt und verseucht mit dem Staub die ganze Gegend am Bodenniveau. Ja. Also ich habe heute absolut keinen Husten, wie sauber die Luft ist. Also keinen echten Reiz, ne? Ich meine, ich fühle mich immer noch verstaubt. Ist ja klar, weil ich bin dem Dreck jeden Tag ausgesetzt, wenn er vorhanden ist, ne? Aber die 4 Tage smogfrei merkt man schon. Ich bin viel lebendiger. Todo Makomura! Kein Spaß, gell? Echt Schneeflocken. Schneeflocken bis zum Boden. Schneeflocken. Schneeflocken.